Das Stadion ist voll, die Fans sind heiß. Dieses Duell verspricht uns absoluten Spitzenfußball. Der FC Bayern München gegen den VfB Stuttgart. Dranbleiben. Die Münchner Arena ist bereit. Wir sind es auch. Wir freuen uns, dabei zu sein. Jan Platte und Florian Schmitz-Ommerfeld für euch am Kommentatorenplatz. Und was für eine Partie. Die zwei Mächte im Süden in Deutschland. Der FC Bayern München gegen den VfB Stuttgart. Das verspricht Spiel so toller Fußball zu werden. Und Musiala, und das ist ja Wahnsinn, wie er den noch abgewehrt kriegt. Eigentlich null Zeit zu reagieren, Jan. Ja, in einem Bruchteil einer Sekunde muss er sich entscheiden. Und er entscheidet sich, Schmiso, zu 100% richtig. Top-Parade. Nehmen die kurze Variante. Ja, das ist stark, wenn du im Strafraum so hingehst. Sehr gut. So, Ball ist weg, also neu fokussieren. Das ist Joshua Kimmich. Bereit jetzt die Flanke. Den hält er richtig gut, der Kopfball. Den hat er schon gut gesetzt, aber wie er den ausfischt, super. Dennis Undav. Anthony Ruhe. Joscha Wagnermann. Bei aller Qualität, die sie da vorne haben, es wird ganz viel auf Harry Kane ankommen. Wir haben sie schon so häufig. Das könnte es sein, die dicke Chance. Und direkt die frühe Führung. Super, 1-0 in Front. Schauen uns den Treffer noch mal an. Erst der großartig getimte Steilpass. Und der Schuss ist im Prinzip perfekt, unheimlich hart und trotzdem präzise. Der ist unhaltbar. So, Ball rollt wieder. Und jetzt sind die Bayern aber richtig gefordert. Kämpfen sie sich rein, stellen sie vielleicht ein bisschen um. Ich bin sehr gespannt. Mio. Sehr gut gemacht, Ball ist weg. Guter Pass, das könnte was werden. Sieht's mal wieder. Gutes Mittel, so ein Kopfball, aber halt kein Tor. Stiller. Nübel. Enzo Mio. Joscha Wagnermann. Ja, Ballbesitz, Ball halten. Das scheint gerade die wichtigste Maxime zu sein, um die Führung hier zu sichern. Angelo Stiller. Stiller. Wagnermann. Wunder. Joscha Wagnermann. Ah, da war es eigentlich gefährlich, jetzt bereinigt. Musiala, Konrad Leimer, Pavlovic. Das finde ich geradezu passiv von der Abwehr. Das hat ja fast was von einer Einladung. War gar nicht so einfach, aber hat den Ball hier sicher.
Wagnermann. Joscha Wagnermann. Nübel. Alexander Nübel. Mio. So, und jetzt defensiv umschalten nach dem Ballverlust. Harry Kane. Olise. Jetzt vielleicht er versucht, dicke Chance. Und lässt das ganz dicke Ding liegen. Aber da müssen wir, glaube ich, den Torwart loben. Super breit geblieben, groß geblieben. Ja. Würde auch sagen, macht er alles richtig, bleibt ruhig, lauert, wartet. Dann geht der Ball daneben. Chabot. Alexander Nübel. Enzo Mio. Undav. Gutes Stellungsspiel, den Ball haben sie. Auf dem Flügel ist Platz für Gnabry. Gnabry. Die Stuttgarter mit dem Ball gewinnen. Starker Zweikampf in der Box, gut gelöst. Chabot. Also gleiches Pause. Der VfB ist gut unterwegs, liegen knapp in Führung. Sie sind einfach bisher auf diesen einen Schritt schneller, haben die besseren Ideen und so erklärt sich dann auch dieser Spielstand von 1-0 aus ihrer Sicht. Aber klar, das ist noch nichts, worauf man sich ausruhen kann. Sie müssen hier weiter konzentriert bleiben. Kriegt jetzt diesen Einwurf. Schmeißt sich da rein. Konrad Leimer. Olise. Ja, das sieht nicht verkehrt aus. Sie sind schon im letzten Drittel. Was wird das? Kimmich jetzt mit der Flanke. Ja, da machen sie jetzt nicht so wirklich viel draus am Ende. Mio. Wagnermann. So, gab ja ein paar Unterbrechungen. Eine Minute Nachspielzeit. Deutliches Foul, aber auf Vorteil entschieden. Läuft weiter. Guter Pass, wird vielleicht was. Da haben sie jetzt die Chance. Dayo Upamecano macht dazu. Ecke für den VfB Stuttgart. Gelegenheit hier nachzulegen. Kurzer Pass nach der Ecke. Guter Ball, Spiel beruhigt hinten rum. So, und das war's mit der ersten Halbzeit. Ja, und er hat so tolle Anlagen, Jan, aber heute ist Jamal Musiala echt blass. Sie liegen zurück und dieser Rückstand ist insofern auch erklärbar, als dass sie eben jemanden vorne mit dabei haben, der nicht reinkommt ins Spiel. Und rein geht's in die zweite Halbzeit, in der die Stuttgart mit einem Tor führen. Davis. Olise. Sehr schön durchgesetzt, gute Aktion. Und die Bayern kommt mit diesem Angriff im letzten Drittel. Das ist ein gefährlicher Ball. Pavlovic. Und Harry Kane. Und sie suchen wieder Kane. Für Gnabry.
die Flanke Richtung Kane. So, und er ist dabei raus aus der Gefahrenzone. Und dann Serge Gnabry. Jamal Musiala. Nochmal über Gnabry. Hat sich erstmal durchgesetzt. Die Chance hier auszugleichen. Und da sind sie nah dran, Jan, das wäre fast der Ausgleich gewesen. Und ich finde, es riecht so ein bisschen nach Ausgleich jetzt. Mal gucken, wie das weitergeht. So hoch der Ballgewinn. Vielleicht wird es gleich gefährlich. Er ist für Musiala. Nochmal über Gnabry. Der Ball, den lässt er nicht durch. Demirovic. Karazor. Stiller. Super oben drüber, über die Verteidiger. Vielleicht jetzt die Hereingabe. Guter Pass, das könnte was werden. Die Flanke sieht nicht schlecht aus, haben sie gefährt. Wir schauen kurz auf die Uhr und 30 Minuten haben wir. Die Bayern mit viel Ballbesitz in der letzten Viertelstunde und sie kommen dem Ausgleichstreffer immer näher. Davis, geklärt jetzt aus, Einwurf. Jetzt wird bei den Stuttgartern gewechselt. Alfonso Davis, Konrad Leimer, das war sehr gut angeboten, da gibt es genug. Kimmich. Ja, da machen sie den Passweg gut zu. Enzo Mio. Und auf. Ah, da schon. Druck, aber packt sich den Ball. Gut gemacht. Bayern, sie brauchen jetzt noch diese eine Chance. Sie liegen knapp hinten und die Fans, die versuchen jetzt noch mal alles. Riesenstimmung im Moment hier im Stadion. Der Ball kommt gut, kluger Pass. Schaut, nach vorne geht nichts, aber der Pass. Jamal Musiala. Gutes Torwartspiel bei diesem Ball. Ja, beim FC Bayern also Personalwechsel. Kurz ausgeführt die Ecke. Ja, mit dem Demirovic. Der Ballverlust. Eine Viertelstunde noch in dieser Begegnung. Coman spielt geduldig. Also wird es demnächst was werden. Den macht er doch nochmal. Nochmal Musiala. Den Körper reingestellt und den Ball geholt. Harry Kane. Pavlovic. Das fiel ich geradezu passiv von der Abwehr. Das hat er fast was von der Einladung. Setzt sich da durch, da kann jetzt was gehen. Und Kane, der
Ende nicht so wirklich gefährlich. Mio. Joscha Wagnermann. Enzo Mio. Jetzt müssen sie das Ding hier irgendwie über die Zeit bringen. Es sind nur noch 5 Minuten. Mittelstädt. Führich. Mirovic. Das Führich. Oh, das ist ein gefährlicher Ball. Ball für Hundert. Zieht da mal ganz schön weit weg vom Tor. Ja, Verwaltungsmodus ist hier nicht. Auch die Chance wieder. Fehlt gar nicht so viel. Sie machen weiter Alarm. Gefällt mir richtig gut, wie aktiv sie sind. Ich denke, sie werden genau bei dieser Art Fußball bleiben. Werden sich treu bleiben. Geht hier noch was für die Heimmannschaft? Also wenn man die Fans so hört, die glauben noch dran. Die stehen hinter ihrem Team. Nachspielzeit ist angezeigt, 1 Minute. Konrad Leimer. Jetzt könnten sie hier die Chance bekommen. Die Fans wollen endlich den Abschluss sehen. Jetzt gegen Silkoma. Das ist die Möglichkeit. Nee, das waren heute nicht die Bayern, wie wir sie kennen. Am Ende eine Nullnummer in der Liga. So ein Spiel kannst du auch mal verlieren, klar. Aber die Art und Weise dieser Niederlage, die ist schon sehr, sehr enttäuschend. Also er kann heute, finde ich, mit seiner Leistung absolut zufrieden sein. Am Ende springt hier der Sieg heraus und einer der Gründe dafür ganz sicher das wichtige Führungstor. Da hat man mal wieder gesehen, wie bedeutungsvoll es ist, so jemanden im Team zu haben.